Ein Zuhause voll Normalität und Herzlichkeit ermöglicht das Welser Haus Leopold Spitzer 72 Seniorinnen und Senioren. Zahlreiche Ehrengäste sowie Bewohnerinnen und Bewohner nahmen an der Eröffnungsfeier teil. In der Stadt Wels setzte man mit dem Neubau einen weiteren Meilenstein, welch hohen Stellenwert die Betreuung der Seniorinnen hier hat. Das Seniorenheim hat einen unfassbar hohen Stellenwert für Wels, weil die Seniorenbetreuung ein Anliegen ist, das wir alle haben sollten. In Würde alt zu werden, ist für eine Stadt ein hoher Wert. Und das geht nur mit einer modernen Infrastruktur und einem bestmöglich geschulten Personalstand. Das ist in Wels erfüllt worden und deswegen sind wir sehr froh, dass wir dieses neue Heim haben. Die ansprechende Architektur, moderne und barrierefreie Ausstattung, der ruhige Innenhof mit altem Baumbestand sowie die Nähe zur Stadtmitte tragen zur Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner bei. Der Altbau wurde abgerissen, es folgte eine Planung und in 2 Jahren Bauzeit ist dieses modernste Heim entstanden. Und ich hoffe, dass sich die Heimbewohner wohlfühlen werden die nächsten Jahre. Das Gebäude wurde in Niedrigenergiebauweise errichtet und die gesamte Dachfläche dient zur Energiegewinnung durch Photovoltaik. Die Gesamtkosten des Hauses belaufen sich auf rund 8,9 Millionen Euro. Das Land Oberösterreich investiert sehr viel über die Wohnbauförderung in die Alten- und Pflegeheime und natürlich auch in die Betreuung seitens des Sozialressorts. Das ist uns deswegen wichtig, weil es eine besondere Verantwortung ist, unseren älteren Mitbürgern, die viel geleistet haben für dieses Land, ein würdiges älter werden zu ermöglichen. In den 6 barrierefreien Hausgemeinschaften steht für je 12 Bewohner ein familiäres Zusammenleben im Vordergrund. Den Mittelpunkt jeder Hausgemeinschaft bilden die Zusammenkünfte in den großen Wohnküchen. Hier findet man stets Gesellschaft und Abwechslung. Es ist immer ein Umstieg dann in eine neue Umgebung, aber sie haben sich jetzt schon eingefügt und eingelebt. Wobei sie mir schon bei der Übersiedlung gesagt haben, geh Frau Stadtrat, dass sie uns das noch antun auf unsere alten Tage. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind von ihrem neuen Zuhause begeistert. Mir fehlt da nichts und es passt alles. Stimmt. Ich meine, die Betreuung ist sehr gut, ja. Wir haben eine gute Betreuung. Ich muss auch sagen, das Zimmer, was ich habe, ist ein sehr schönes Zimmer. Ich habe da einen Hof, also ein ruhiges Zimmer, muss ich sagen. Und mir gefällt sehr gut da. Das neue Haus Leopold Spitzer bietet Wohnen in Würde und Selbstbestimmung. Ein Musterbeispiel für die verantwortungsvolle Betreuung und den respektvollen Umgang mit den älteren Mitbürgern. Ja, das Spitzerheim ist natürlich auf dem neuesten Stand der Technik, wenn man so sagen darf. Es ist ein modernes Haus, es ist ein ansprechendes Haus und damit natürlich ein tolles Beispiel für Pflegeheime der Zukunft.